Hallo, liebe Gartenfreunde. Ja, es geht jetzt mal um die Vermehrung, also um die vegetative Vermehrung, wie man so schön sagt. Ich zeige es jetzt einfach einmal am Hand vom Kirsch. Den will natürlich keiner vermehren, weil das ist ein Scheißzeug. Ich meine, ich esse ihn ja als Spinat. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein übles Unkraut. Aber mir geht es jetzt einfach nur mal darum, und zu zeigen, was für andere Arten von Vermehrung man natürlich dann auch hat. Weil vorhin haben wir ja mal das mit dem richtigen Steckling. Ja, gehen wir mal zu meinem Arbeitstisch zurück. Also da haben wir jetzt natürlich ja die Wurzeln. Und man kann natürlich auch die Wurzeln nehmen, um was zu vermehren. Also vor allem bei dem Kirsch gibt es natürlich super gut, leider, weil man kriegt ihn eigentlich nicht mehr raus. Und da kann man natürlich jetzt auch immer wieder solche, weil da sieht man ja, das ist ja praktisch wie oberirdisch, wo da so ein Seitenblatt rauskommt, sind da auch Internodien und da praktisch kann überall wieder ein Trieb rauskommen. Und da würde ich sogar einfach in der Mitte schneiden. Gut, der Hirsch ist ja sowieso ein Scheißzeug. Und dann praktisch, das wären jetzt praktisch Wurzel Teilstücke als Stecklinge. Wenn man jetzt dann auch ganz wenig hat, würde wahrscheinlich auch sowas schon reichen. Das ist eben das Problem beim Kirsch. So ein Stück reicht in der Erde und er kommt wieder. Also deswegen, ich bin ja nicht unbedingt ein Freund vom Gift, aber wenn man gewisse Unkräuter hat, entweder man deckt wirklich die Flächen ab, über ein oder zwei Jahre, oder man spritzt tatsächlich Glyphosat, weil da wird man nicht glücklich. Also wie gesagt, man kann Wurzelstecklinge machen. Da haben wir jetzt natürlich auch mehrere so Teile. Da sieht man ja schon, da kommt auch der nächste Trieb. Dann kann man sagen, okay, das ist ja ein so ein Stück, wo noch Blätter schon dran sind. Dann sieht man ja da auch schon, dass da ein Ansatz ist von der Triebspitze. Da kann man jetzt praktisch natürlich schon mehr Wurzeln dran lassen, aber muss gar nicht. Dann kann man das drum wieder eintopfen. Mache ich natürlich nicht. Das ist ein Scheißzeug, um es nochmal zu betonen. Aber das ist halt diese Wurzteilstecklinge machen. Dann kann man halt lauter so ein Stückchen schneiden und jedes Mal aus einem von diesen Dingen wird dann wieder eine Pflanze. Ja, also das ist das mit den Wurzelteilstecklingen. Das geht halt nicht bei allen Pflanzen, weil manche Pflanzen natürlich nicht, wie der Kirsch zum Beispiel, eben diese unterirdischen Ausläufer macht. Und gut, da geht es halt gut. Deswegen wird man ja auch nicht mehr los. So, liebe Gartenfreunde, ja gut, da haben wir jetzt zum Beispiel eben die Waldbeeren, die Wilden, wenn man so will. Und da kann man natürlich auch zur vegetativen Vermehrung, ne, die macht das da gerade gar nicht. Das ist jetzt nicht das, was ich zeigen kann. Ah, da sieht man es. Das ist aber jetzt schon durchtrennt. Also die Erdbeere macht ja praktisch so Ausläufer, wo dann immer wieder eine Pflanze entsteht. Aber in dem Fall... Mal schauen, ist da was? Ah ja, da sieht man es jetzt gut. Jetzt muss er mal raus. Wenn man das in Ruhe anschauen kann. Also die Erdbeere macht halt sowas, so Ausläufer. Und da kann ich natürlich dann auch eben immer diese Ausläufer nehmen. Wenn ich jetzt Zeit dazu habe oder mir das halt auch ganz wichtig ist, dann drücke ich diese Ausläufer erstmal noch in die Erde rein und warte dann. Weil die macht dann, sobald die da wirklich gut in der Erde drin ist, macht sie da dann Wurzeln. Und dann kann man halt noch ein bisschen warten und wenn man eben dann sieht, ja gut, da ist jetzt die Spitze, ja doch, das wird dann weitergehen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt habe ich gesehen, der ist jetzt festgewachsen, dann schneide ich ihn durch. Und schneide natürlich dann auch das nächste durch, wenn jetzt da auch wieder schon eine Pflanze wäre. Und dann habe ich da eine eigene Pflanze. Das geht natürlich jetzt so auch, das kann ich so jetzt auch stecken. Da ist es halt nicht so hundertprozentig sicher, dass das was wird. Da wäre es dann wie beim anderen Stecklinge, muss man auch schauen, dass möglichst die Blattmasse reduziert ist. Aber eben bei den Ausläufern, bei den Erdbeeren, macht es halt echt, ja, da sieht man es ja da auch schön, da ist ja schon die nächste Pflanze, genau.
dass man halt die da erst da wirklich in die Erde reinsteckt, dass man wartet, bis sie Wurzeln macht. Und dann hat man am Schluss ja doch jede Menge Erdbeerpflanzen. Das ist jetzt praktisch über Austriebe. Also das Fünffingerkraut macht solche Austriebe. Da kann man da auch genau dasselbe machen. Plus das ist natürlich auch ein Unkraut, das vermehrt man mal keiner. Also das wäre jetzt über die Ausläufer. Das nennt man Ausläufer. Das ist auch eben eine Art der vegetativen Vermehrung.